Hallo Leute, hier seid ihr wieder bei mir, den lieben Matze. Matze spielt weiter. Das ist Chainsaw Man 16, mit dem ihr hier redet. Ihr habt viele Personen an einem Ort gesehen. Ja. Was soll ich sagen? Ich habe keinen Bock mehr, auf meinen verfickten Joghurt zu warten. Also gehe ich mich jetzt weiter kloppen, bevor ich meinen verfickten Joghurt kümmere. Wenn ich jetzt gehe, fragt ihr euch? Ich will mich um meinen verfickten Joghurt kümmern. Ich weine nicht, weil verfickten Joghurt. Ich gehe jetzt nach Diadem. Ob ihr das wollt oder nicht, ist nur scheißegal, was Felix davon hält. Ich gehe jetzt nach verfickten Diadem. Habt ihr davon? Geht jetzt einfach hin. Oh, wo geht ihr? Wo die? Da! Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich nicht hin. Nein, nein. Ich will woanders hin, übrigens. Ich will woanders hin. Okay, wo ist die Idee? Gut. So. Wieder jetzt hingehen. So. Ja, so geht's gut. Ich habe nur, wie ich dahin kam. Musste ich dafür. Ja, ich muss da oben lang gehen. Muss da oben lang gehen. Ja, weiß ich. Muss ins Wolkenland gehen dafür. Ja, wir müssen jetzt unser Team befreien, meine lieben Freunde. Wir müssen jetzt unser Team befreien gehen, das wird nicht so einfach. Weshalb ich jetzt einfach hier lang gehe. Und viel zu cool für die Welt bin. Denn ich bin der Macker, Leute! So laufe ich zumindest nicht herum, aber glaubt mir, in Wirklichkeit bin ich so ein bisschen. Und rechts. Ich warte auf Joghurt, ja, das ist meine Nebenaufgabe. Ich warte auf Joghurt. Wir müssen zum Schrein der Winde, denn die Risse sind jeweils immer an den verschiedenen Schreien. So auch hier. Das muss ein interdimensionaler Riss sein. Sind meine Freunde vielleicht auf der anderen Seite? Hab keine Ahnung, Mann. Bist bereit? Lass einfach mal da reinspringen. Hab keine Zeit, aber egal. Ich spring einfach in die Risse rein. Ich spüre es auch. Nee, was denn? Ah, ich darf nicht antworten, er ist nicht da. Oh, no shit! Interdimensionaler Riss! Wisst ihr, wie interdimensional der ist? Noch nie war etwas so interdimensional gewesen. Da glaubt ihr mir nicht. In der Mauer ist eine kleine Öffnung. Hier steht etwas geschrieben. Hier geht der weiße Magnus ein. Das Symbol der Freiheit, das am Himmel schwebt. Wenn das bedeutet, du hast so eine Ahnung. Ey, Junge. Sag mir nicht, du willst eine verfickte Wolke jetzt von mir haben. Kurzer Schnitt. Kurzzeitig zu eurer Unterhaltung. Scheller hat die ganze Zeit dumme Quests für irgendwelche Leute erledigt, die nichts bringen. Gemeint sind diese wohl auch die Quests. Da muss sie mich ausliefern und dann schätzen wir nach der hitzigen Debatte zu dem Schluss gekommen, dass abgelaufen Milch der Ursprung von allem ist. Danke. So, ich bin wieder da. Ich habe eine Wolke mitgenommen. Hat nur ungefähr 10 Minuten gedauert, bis ich wieder hier war, aber kein Ding. Ordnung ist Maul, lege was rein, was geil ist, hier in der Wolke. Finale nicht Alex Hand! Der Team war so, geil! Das ist Alex Haustier Umbrino. Wenn er aus der Dunkelwelt wiedergeholt wird. Nein, böse Umbrino, stirb! Das sind die Worte, die ich Umbrino zu richten habe. Nee, Moment. 5, 4. Ach, fuck, das wird hier schon wieder nichts. Da wollen wir einen 6er machen. Oh! Seraphim Attack! Tujiko stark in Scheller!
Okay, hat viel Schaden gemacht. Kann ich mit leben. Gut. Oh shit. Sie hat es, I am so light. Okay. Sie hat jetzt diesen Seraphin. I5 3, jo, was wir denn jetzt hier? Einmal Q. Was soll das? So geht die Kate einfach so ein Anfall. Das war der schwerste Boss der Welt, oder Leute? War der Kampf nicht schwer? Das war ein schwerer Boss, oder? War das nicht ein schwerer Boss? That was easy. Goldfisch, klar. Todesspirale. Gebarricade als ein Arsch gesteckt. Ein Gebarricade beherrscht der windbasierte Abschlusszug. Er dreht sich wie ein Kreis, bevor er auf den Gegner einsteigt und dabei das Ziel unabhängig von dessen Passung in Hackfleisch verwandelt. Okay, Timo, du verwandelst jetzt Leute in Hackfleisch, gut, oder? Guck mal, Cocker Renegade! Okay, mach ich. Guck mal, Cocker Renegade ist drin. Definitiv. Guck mal, Cocker Renegade spielen wir. Das machen wir. Das machen wir. Guck mal, Cocker Renegade. Das machen wir. Auch wenn das Spiel nachher scheiße schwer wird, aber das machen wir. Das ist als nächstes drin. Definitiv. Thanks, Shaw. Of course, with a little elbow grease, I could have broken out of here myself. I know. Ihr habt die Originalversion hier, Alex, auf CD. They're hanging on somehow, keeping the enemy at bay. I see. Well, no time to waste. Let's get back to business and save the world. Der Typ, der diese Guide gemacht hat, ne? Der ist so verdammt schlecht. Der hat geschrieben, this fight is notably more difficult than the previous ones and you need to be more careful. Was hat er da gemacht? Das ist doch nichts gewesen. Hier, Gibari. Weißt du, los geht's. Gut. Kriegst erstmal so ein Glas. Goldfischglas ist irgendwie besser als alles andere bei dir. Warum auch nicht? Gut. Jupp. Lass mich mal so viel lesen. Wow. Oh, das ist doch ganz. Hat ganz schön viele Resistenzen, verdammt. Alter Schwede. Einfach so. Na gut, Gibari. Ich gebe dir mal ein paar geile Karten, die ich so für dich gefunden habe. Wenn du nichts dagegen hast. Wechsle ich das auch gleich mal aus. Jupp, deine beiden schlechtesten und im Finalen mit den Kristall später mal wechseln. Jo, das sieht gut aus. Das mag ich so gerne. Okay. Endlich wieder Huark und Harder, genauso sieht's aus. Timo, wo bist du? Timo! Timo soll aufhören, süchtig zu sein. Auf süchtig zu sein, guck mir endlich zu! Du frustrierst mich! Okay, das ist glücklich. Ja, ein Goldfischglas, richtig. Jupp. Naja, muss halt weitergehen, ne? Ja, ja. Ja, blöde Asi da. Was soll man machen, so bei den Typen, ne? Ja, natürlich ist das ein schwacher Keil. Deshalb sagte ich ja, ich brauche ein Stumpfenspiel. Deshalb spielen wir es ja, Gameboy. CC Renegade ist einfach nur Schrott. Das ist das schrottigste Spiel von allen. Interessenkonflikt? Nein. Aber ich habe Interesse am Konflikt. Ab nach Mira. Oh Mann. Mira. Geh nach Mira! Ja, es ist das Kommentar für die Wasserdampfer. Was soll ich denn tun? So, ab zu Mizuti. Weil es Renegade ist. Das behindert das Spiel von allen. Das ist halt Renegade. Was erwartet ihr? Das ist ein behindertes Spiel. Und wie ist der Typ, der die Guide gemacht hat, so schlecht?
Der ist ja noch schlechter als ich, der hat Angst vor allem in der Welt. Irgendwie. Anscheinend kriegt man Cancer von dem nächsten Boss, okay. Was macht ihr denn hier? Kennt ihr, heute wollen wir den Museum den Herzogsverlass besuchen. Im Verlass gibt es viele wertvolle Gegenstände, zum Beispiel bitte nichts anzufassen. Versprochen. Also gut, halt euch an die Regeln, dann erlebt ihr einen unvergesslichen Besuch. Okay. Pisst euch, ihr Kleingürtel. Es gibt kein Koop, zum Glück gibt es, also es gibt ein Koop, ein Koop-Mod, aber ich weiß nicht, wie gut er heutzutage funktioniert. Aber es gibt keinen wirklichen Koop. Wir trinken jetzt den interventionalen Riss, du bist bereit. Jo, geil. Ich speichere mal wieder ab nach langer Zeit. Was soll man wieder sein? Fuck! Schnitt. Ich kann es nicht fassen. Die Kohomai-Kekse, auf die ich mich ganz Tag gefreut habe, sind ausverkauft. Warum wir bloße Tage fertig waren? Wer ist da? Oh Mann, ich wünschte, ich würde mich auch schon über Moink-Milch-Joghurt zufrieden gehen. Der perfekte Ergänzung Kohomai-Keksen. Zufälligerweise habe ich welchen dabei. Nicht mehr Alex Hand! Lustiger Übergang, oder? Wie, du bringst du welchen? Das ist aber nett von dir. Moink-Milch-Joghurt ist eine Spezialität aus seiner Sud, nicht wahr? Kuhmann-Keks bin ich zwar leer ausgegangen, aber mit diesem Geschenk hast du mir einen glücklichen Tag beschert. Ich würde viel zu gerne etwas Besonderes schenken, aber im Moment ist das hier alles, was ich bieten kann. Danke für Sakita. Finde, das ist nicht genug. Ich besorge noch ein besseres Geschenk. Wenn du das nächste Mal bitte in Anubis, komm bitte bei mir vorbei. Denk daran, mich zu besuchen, damit ich dir ein besonderes Geschenk überreichen kann. Jo, mach ich. Dem müssen wir jetzt denken, aber jetzt erstmal zurück zu Mira. Ich habe mir jetzt Illusionskraut geholt, das werde ich nämlich gleich brauchen. So. Da sind wir wieder. Bin bereit. Hab mein Shit dabei. Jupp. Das freut mich auch, Felix. Oh, ist eine kleine Öffnung. Hier steht etwas. Lege hier die Magnus der Illusion hinein. Pflanze, die den Gesetzen dieser Welt nicht gehorcht. Was bedeutet das? Keine Ahnung. Vielleicht das da. Nicht mehr Alex Hand! Wieso? Ich habe keine Animation zum Festgehalten werden. Ich stehe nur so rum. Ombrinos Rückkehr! Ombrino! Unsere Gesetze gelten in dieser Welt nicht! Wir werden dich vernichten. Ja, das ist ja auch so. Hat übrigens keine Angst vor diesen Gegnern. Sie sind irgendwie allesamt nicht wirklich stark. Wirklich. Laut mir. Diese Gegner kann ich anscheinend Krebs kriegen. Wie ich das deuten soll, weiß ich noch nicht. Oh nein. Schön. Hält bestimmt genauso wie aus wie sein Kumpel davor. 1-3. 1-3. Nein, block doch nicht mein Labern. Da ist Timo wieder wach. Oh shit. Akkus zu glauben, ist gut. Oh Mann, dieser Gegner ist echt schwer. Pass auf, dass der Gegner nicht zu schwer wird. Hier, ich habe eine neue Attacke, die ihr euch mal angucken könnt. Viel Spaß. Der Super Spinner, nennt man's auch. Heutzutage gibt Mario seine neue Attacke. Und neuer Lavungsspruch für Cella kommt auch.
könnte man sagen. Das war voll, der war voll unbeeindruckt. Boss wieder tot. Schlecht. Er war voll unbeeindruckt durch die Spinning Dead Einlage. 10.000 Erfahrung für nichts. Oh, was kriegen wir? Ja. Von 7er beherrscht der Wasser wieder Abschluss zu. Sie dreht sich kreisartig auf einem Bein und zerlegt den Gegner in seine Einzelteile. Schon wieder! Das sieht aus wie Gibari. Goldspange und Can't the Cat. Nein. Sie haben es einfach so gelassen. Forgive me, great Misuti, for taking so long to come get you. But you trusted in us. You knew we would come, right? Ich hab Ketzer bekommen. Of course, the great Misuti knew. We be friends. The great Misuti senses that is with you too. Well, we be going, Shella. The great Misuti feels great hunger. Yes, let's move on. Ja, Ding Dong ist wieder im Team. So, aber Misuti hat ja auch letztens jetzt einen neuen Abschlusszug bekommen. Weiter unten ist er hier versteckt. Das Schattentor haben wir ja bekommen. Das nehmen wir natürlich statt den Chakram da mit rein. Und wir haben ein weiteres Sorceress-Ziel, was wir statt den Atem des Magiers benutzen können. Auch ein weiterer Abschlusszug, den wir gerne mitnehmen. Ja. So viel dazu. Heuer Aura mittlerweile auf Stufe 5. Auch nicht zu verachten, würde ich mal sagen. Naja. Wo geht's denn als nächstes hin mit unserer Reise? Okay, es ist ja Nue. Tja, wir reisen jetzt sozusagen von Planet zu Planet, Insel zu Insel und befreien unsere Freunde. Tja, jetzt haben wir zwei Zauberer im Team. Ist auch lustig. Tja, so kann's kommen, ne? So kann's kommen. Aber wieso sind es eigentlich 5 Tore, wenn wir nur 4 Leute zu befreien haben? Habt ihr euch die Frage vielleicht schon mal gestellt? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Es sind 4 Leute, die wir retten können, aber es sind 5 Tore offen. Warum? Darüber solltet ihr euch Gedanken machen. Wir brauchen jetzt noch einen Samen. Eine Himmelsblume. Meep-Möp, 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 Titimo, 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 Timo, Titimo, Timo, Titimo, Timo, 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 Titimo, 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 Timo, Titimo, 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 Timo, Titimo, Titimo, Timo, Titimo, Titimo, Timo, 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 Timo,
Timo, Timo, Timo, Timo, Timo, Timo, Timo. Ja, Timo singt auch. Cool. Das freut mich. Spiel bleibt aber fair. So. Sag so, bloß, muss er jetzt ganz hoch rennen. Da war viel zu viel Schaden. Ist aber egal. Hack! Pegasus-Horn. Horn ist wirklich ein Pegasus. Aber es ist echt. Vielleicht dient es nur dazu, deine Freude zu pieksen, wenn sie dir den Mund nicht halten wollen. Okay, kann sein. Süße Vögel trotzdem. Wieso fliegst du so weit runter? Hau so weit runter zu fliegen. Für Cella, ich kletter hier hoch. Kannst du bestimmt 100 und 1 Schlafstücke durch die halbe Welt laufen? Das weiß ich nicht. Oh, guck mal. Ich bin falsch geklettert. Schade, oder? Oh Gott, das ist krass. Das Arschige daran ist, dass hier zwei von den Viechern sind. Mann, schaff ich's doch? Nein! Schaff ich nicht. Definitiv nicht. Ich kletter hier nicht vorbei. Toll, hätte ich gar nicht lang gehen müssen. Kacke. Ja, an den komme ich ja eh nicht vorbei. Steht ja sowas von dem Weg herum. Egal, was ich mache. Hör mir Ruhe, ey. Ja, zu dem Teil des Spiels kann ich ja echt nicht viel sagen. Es ist halt eigentlich eine kleine Schnitzeljagd, aber nach einer Zeit erklärt sich halt von alleine, was man machen soll. Soll einen wohl ein bisschen, auch ein bisschen identifizieren lassen, wer für einen am wichtigsten ist. Weil man ja in gewisser Reihenfolge diese Sachen hier absuchen kann. Oh nein, diesmal muss ich aber echt den anderen Weg nehmen. Geh woanders hin, du Scheiße. Wie, du springst mich an? Nein! Dankeschön, Misudi. Stell der Bell da über die Seite vor, ihr Karte, Amy. Wenn wir nur gucken, was ein 6er-Paar bringt an Schaden. Ich mache jetzt gerade ein 6er-Paar, deshalb gebe ich ihm noch die Angriffskraft. Das macht 57% mehr. Cool. Das ist heftig. Das ist auch schon viel wert. Dankeschön, Cella. Magnum Horn. Wird sich Leo drüber freuen. Ja. Oh Gott, ich habe einen mitgenommen. Gut. Also gut, stell dir mal vor, ich habe jetzt nicht den Himmelssamen mitgenommen. Hier ist das Blumensamen, der hier rein soll. Das steht da drin. Nein, sich sagte einfach nur, nicht mehr Alex Hand! Oh shit, Savina steht da echt ganz schön schlimm. Da ist schon wieder Ombrino in einer anderen Form. Wir sind die Entwickler, wir verfaulen beim Gegnerdesign. Ist das schlimm? Ich hoffe nicht.
Wir haben immerhin andere Farben hingestellt, um ihn stärker wirken zu lassen. Ich hoffe, das ist okay. Ich finde die Art und Weise, wie der Typ echt seine Guide macht, echt super arschig irgendwie. Die ist richtig hochnäsig. Okay, nett. Er hatte richtig hochnäsige Art und Weise zu schreiben. Das ist das Einzige, was ich echt widerlich daran finde. Nein, Felix. Er freut sich über die Säulen, die aus dem Himmel kommen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Hat er gesehen, wie stark er war, ey? Er hätte mich ja echt fast getötet oder so. Okay. Schöner Straight. Schöner Straight. Das macht unendlich viel Schaden. Super Timo-Schlag. ...1437, neuer Rekord. Woo. Okay, das war cool. Das wissen wir noch nicht so ganz, wie das Eis ist. Timo, ey, haut voll drauf. Ja. Damit haben wir ihn auch gleich. Zeit für eine neue Attacke. Für das Schattentor. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ha, Ding Dong! Bäh! Das ist die Definition von Durchfall für mich und Lukas. Oh shit. Er fand es nicht gut, dass ich Durchfall bei ihm ausgelöst habe. Das wird er mir übernehmen. Oh oh. Er macht Rage, Rage, Rauge. Oder auch nicht. Okay, dann nicht. Dann machen wir ihm halt nur 8 Schaden. Oh, diese Gegner sind echt stark. Was soll ich nur tun? Stirb. Sturmflut. Halb so viel wie das, was die anderen können. Das kommt daher, Timo, weil er nicht die richtigen Elemente dafür hat. Ich habe die anderen sind von den Elementen besser ausgerüstet als Misuti für die Gegner hier momentan. Aber Misuti kommt ja auch sehr oft in Frage. Das ist eine Zeit, wenn noch kommen. Eine von Misuti beherrscht der Kaisers von der wasserbasierten Band. Konzentriert die Energie auf die Gegner, erzeugt Wassersäulen, die zusammen eine gigantische Schlange bilden. Große Schlange. Zisch. Große Schlange. Zisch. Wieso steht das da nochmal so? Weinendes Vögelchen und Lyra. Okay. What are you doing here? You shouldn't be wasting time. Indirekt bin ich also daran schuld, dass Misuti momentan so ineffektiv ist. Must have been quite a walk. So how's the battle situation? They're holding up. Lady Corellia, King Latican, and Duke Calburn have joined forces and are doing all they can. Be honest with me, Shella. We need to face reality head on, or it may stab us in the back someday. Hast du recht, Sabina. Well, to be honest, things seem to be getting worse. Our forces are barely holding their ground. I'm not surprised.
apart from the Knights, almost none of the troops have any combat experience. We are really no match for the enemy forces. We have to do something. I'm with you there. Let's go. The battle of truth lies ahead. And Callus still needs our help, right? Yes, he does. Okay. Sherlock kriegt jetzt mal eine kleine Auszeit. Der hat genug Erfahrung gesammelt. Zup. Savina ist wieder da. Savina hat ja auch ein bisschen Shit bekommen. Oder ihre Tornado-Klinge, die wir jetzt austauschen können. Und, grüner Schimmel. Wo kommt der denn her? Wann habe ich grünen Schimmel bekommen? Egal. Auf jeden Fall ein paar stärkere Karten für sie. Das kann nicht schaden, ne? Das kann nicht schaden. Gut, willst du noch eine Obsttorte? Ich habe zwei Stück davon, lustigerweise. Ich habe Intermezzo. Einer von Newt will Licht von dir abschießen. Er wirft ihn in die Luft, die er dann sofort abschießt und so eine Serie von Explosionen auslöst. Was ist daran ein harmonisches Intermezzo? Naja. Wieso, die kriegt noch eine kleine Karte? Wofür das denn? Wofür gebe ich die das denn? Na gut, nehmen wir sein magisches Siegel raus. Aber so schnell ist das dann wieder weg. Gibt's ja wieder keins. Oh komm, Vanessa. Das gehört sie aber nicht. Ja. Gut. Gucken. Nein, war eine Sternkarte, kann man nicht equippen. Das war ein blöder Scherz. Ja, ab nach Alphard. Ja, ich habe keine Ahnung, von fünf Toren die Rede ist. Weil meiner Meinung nach gibt es nur vier. Bei dem fünften ist nämlich nichts. Was? So, Alphard. Solltest vielleicht noch langsamer andocken. Danke. Wenn wir mit unserer momentanen Ausrüstung könnten unsere Charaktere auf Level 1 sein und würden das hier noch alles schaffen, glaube ich. Meine Güte. So. Ja, hier geht ja leider noch das leckende Vögelchen. Ich meine, das weinende Vögelchen. Weizenkräcker können wir mal kaufen für euch. Ihr freut euch ja drüber. Oh. Firmamentpanzer kann man auch einmal mitnehmen. Habe ich irgendwas zu verkaufen? Was Geld bringt? Ja. Thalassa. Der bringt ordentlich Geld. Das ist ein perfektes Foto sogar. Halb Mensch, halb Pferd. Erfüllt die meisten mit Furcht. Tschüss. Ja. Wir haben kein Empire mehr. Die sind jetzt richtig angepisst. Gut. Du kriegst noch das Vögelchen. Das Weinende. Es ist. Es gibt ja mehr Lebenspunkte und mehr Verteidigung letztendlich. An sich ist das okay für Misuri. An sich ist das okay. Das ist okay für ihn. Kann man so nehmen. Allein wegen der Bonusleben. Die er auch einfach so die ganze Zeit hat, nicht nur temporär für den Kampf. Super Chinese, ihr wart super Chinese. Wenn es auch an euch geht, ich weiß es gar nicht mehr. Okay. Ab nach Land, Dorf Arsa. Kiss kein Zucker, Magnus. Kiss du nicht. Gesäß. Das war's aus dem Mentor. Vogel weint aber. Nein. Lass mich nicht von euch angrabbeln. Blöden Vogelmonster. Und auch nicht von dem Esel hier. Nein. Okay.
Held der Empierung. Achso, der ist das? Oh, ich wusste das nicht, dass das Chinesenmann ist. Upsi. Ich habe keinen Bock, gegen euch zu kämpfen. Ja, ich weiß doch, mein lieber Misuti. Eins, zwei. Weiter weiß ich nicht. Oh Gott, wie langsam ich bin. Okay. Das war dumm von mir. Say great Misuti. Yeah. Gibari sieht der Scheiße langsam. Macht der überhaupt Flammschaden? Ne, macht er gar nicht. Lutscht sich trotzdem Energie raus. Hallo, könnt ihr mal der arme Misuti in Ruhe lassen? Schon wieder verstehst du, ah, Ding Dong. Das verstehe ich irgendwie. Kann ich mir erklären. Will er nicht mehr tot sein hier? Danke. Auch mit einem Flammschaden hier. Kann ja wohl nicht sein, ey. Null Schaden. Schlecht. Wieso die stirbt? Ist doch viel witziger. Eins, zwei. Drei. Vier. Und Tisch. Richtig gehuaugt. So, diesmal bin ich schneller. Nein. Okay, weiter kommen wir aber nicht. Mann, immer Feuerschaden! Immer Feuerschaden! Schade nur, dass sie dadurch keinen Schaden nehmen. Zeit für die Sturmflut, würde ich sagen. Oder auch noch nicht. Weil Sturmflut ist, glaube ich, wasserbasierend. Das wird jetzt ein bisschen kacke. Deshalb mache ich nur A-Ding-Dong. Heaven Spieler! Hört auf seine Stimme, wenn er das sagt. A-Ding-Dong. Okay. Oh Mann. Heck, Herk. Dankeschön, Käfermann. Jetzt soll ich Misuti auf die Fresse gehen. Eins, zwei, drei. Foto machen. Weiter weiß ich nicht. Machen wir auch die nicht. Swimmer down! Super Tornado, Mann! Voll unbeeindruckt. Ja, Misuti, heil dich mal kurz. Mit dem ganzen Shit, den du so hast. Ey, eine Heilung ist auch wichtig. Okay, mir geht's gut. 3, 4, 5, 6, 7. Das sollte reichen. So 1100 Schaden. Another battle fought. Oh, dafür gibt's ein Wiederhorn. Ich sollte mir noch mal ein bisschen Lava holen, bevor ich da jetzt hingehe. Nicht mehr Alex Hand! So. Jetzt an dem vorbeigehen, ohne dass sie mich sehen. Wuhuhuhu! Er geht mir nicht! Nein! Nein! Oh! Okay, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wer das kommt. Kann's auch nicht sagen, es passiert einfach. Upsi. Ja.
hat den Schwanz früher zum Rot gehabt. Aber über Phoenix Regeln denken. Sie halten sich wenigstens an die Regeln bei Kämpfen. Ah, Ding Dong! Ja, Ding Dong! Er ist eigentlich zweimal weggeflogen. Oh shit. Oh, er darf auch angreifen. Das ist ja nett. Ja. Jetzt machen wir das Beste draus, würde ich sagen. Ja, so kann man das machen. Ramm deine Mutter! Damit rechnet er nicht, dass sie seine Mutter rammt. Damit war auch nicht sehr glücklich, sah so aus. Ja! Ich mach mich fertig. Du machst dich selbst fertig? Das ist nicht gesund. Die Zeit steht still! Inne, hein. Grüne Pflaumen. Wer will die nicht haben? Oh nein, das ist noch so ein böser Macker! So, ignoriert den Rest. Ich werde mal Zeit zu speichern, würde ich sagen, wa? Gab es eigentlich noch einen Magnus, den ich finden konnte? Nee, ne? Okay, gehen wir nochmal rein. Jupp! Nee, keine Ahnung, was das für uns bedeutet. Oh nein, es ist wieder Umbrino. Umbrino. Warum? Kehrst du zurück, um uns zu belästigen? Warum, Umbrino? Was soll ich denn machen? Ich muss schnell irgendwo hinlegen. 1, 2, so. Oh shit. Die Combo wird möglich. Ich halte zwar um einen Lebenspunkt, aber dafür mache ich einen 5er Straight, der nicht viel Schaden macht. Aber was soll's? Mir ist es dem Feuer egal. Macht trotzdem Schaden. Macht einfach trotzdem keinen Schaden. Ach man, damit hier. 2, 3, 3, 2, 3. Your history. History. Vanish Grenade. Vanish Grenade. Hau ich voll in die Eier, ey. Auch wenn er keine hat. Oh, super Gewürzgurken. Ey, geil. Hat sich jetzt schon gelohnt. Jo, kriegst voll auf die Fresse. Oh, das tut echt weh. Aua. Okay. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Ja, ich hatte der Gibari eine Antwort! Noch mehr Umbrino. Naja. Genau, hau Misuri auf die Fresse. Das ist sie verdient. Genau. Genau. Noch, ja, noch mehr. Das ist gut. Das tut ihn gut. Da freut er sich drüber. Der liebe Misuri. So. Nur freut sich der Gegner der mehr. Das ist ihm völlig egal anscheinend. Okay. Eben 6. Jupp. Gutes Pairing. Neuer Angriff.
Das ist alles, was ihr wissen müsst über die Ange. Darkness, Darkness, okay. Tut! Und wieder kein Wasser. Oh, Pairing. Matze, was? Was ist mit mir? Kiklatsch, Kiklatsch. Was hab ich getan? Wieso dreht Ike jetzt durch? Ich krieg das nicht mit. Hier. Hier. Und eins. Jupp. Wow, sag ich dazu noch. Naja. Wir können Sabine heilen. Aber was Nützliches gemacht. Aufgeladenes Klatschen. Klatsch, also. Stimmt, ja. Niki würde sich darüber freuen. Über aufgeladenes Klatschen. Klatsch. Das ist echt witzig. Oh Mann, das schreib ich nicht so an. Ich hab nichts getan, ja? Klopp ihn tot. Blödes Pferd, du. Ich bin Pferd. Okay. Was macht er eigentlich für Attacken? Okay, was soll's. Verteidige so gut du kannst. Gut. Hast ein bisschen was verteidigt, ich glaube. Finde ich gut. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin immer noch nicht sicher. Nö. Nö. Ich habe keine Ahnung. Spinnungs-Attack. Timo-Style. Ich bin behindert. Damit stirbt er. Er hat mal drauf reagiert, Timo. Ich bin behindert. Ich wusste nicht, warum ich das jetzt sagen musste. Gibt noch mehr Erfahrung. Hier genau, Crescendo. Aber Lüth beherrscht der dunkle Abschlusszug. Er überzieht die Gegner mit niederschmetterndem Feuer und versetzt ihn anschließend einige heftige Tritte, um ihn zu vernichten. Oh, ich erinnere mich an die Attacke. Das ist die andere Hassattacke von Leo. Die ist nur nicht ganz so schlimm. Da hast du auch ganz schön herum. Er war schon anstrengender als die anderen, ja. You came to save me, Shella. Of course, Lyud. I'd never give up on my friends. Wieso seid ihr auch seine Freunde? Thank you for coming. To tell you the truth, I had almost given up hope. I thought I was done for. That all our efforts were in vain. I can't thank you enough. It was nothing, really. Are you okay? Yes, I'll be all right. Let's rejoin the others. We must do what we can before it's too late. Keine Ding-Dong-Pyramiden. Great to see everyone back together. Yes, finally. I'm so relieved that we're all safe. So, what do you propose we do now, Shella? What are we going to do now, Mario? Wanna drive some go-kart? Oh, yes! Das versteht jetzt so Felix. I want to let Queen Corellia, King Latican, and Lord Calvern know that I've found everyone. We also need to ask them about any new developments. Right. Let's move out. Time to kick some outer dimensional butt. Yeah, Timo, yeah. Na, dann mal los. Mal Lyud jetzt ein bisschen mit in den Kampf reinziehen. Weil er hat natürlich auch nicht genug Erfahrung. So. Die drei jetzt erstmal. Dann ist das soweit okay. So, für Leon Lyud habe ich auch einfach Sachen bekommen. Er hat einfach eine Karte bekommen. Okay, das ist okay. Gut. Was haben wir denn noch so, was ich hingehen kann? Das Leuchtturm ist immer noch am schlechtesten bei ihm, ne? Ja, hier, Overtüre kam er raus. Oh, eine Schlüsselblumenmünze. Wenn du im Kampf nach der Schlüsselblumenmünze mehr, was den dunklen Ruf 2 an, wenn es kommt, eine Schaden und Stufe 1 erhöhen. Oh. Wendet sich die Münze nach einer Zeit oder warum ist sie jetzt schwarz geworden?
Gute Frage. Vom Magnushorn. Was wollte ich eigentlich benutzen? Für ein Leuchthorn. Ah! Hier wieder ein anderes Horn. Das leuchtende Horn hier. Tja, Newt kriegt ja auch ziemlich krassen Shit dazu. Würde schon fast sagen, sein Crescendo kann raus, sein Concerto. Hau ich auch erstmal raus für den Moment. Packt euch die Mütze rein. Das ist, glaube ich, ein Plan. Dann gehen wir erstmal leveln. Toll, Timo. Naja, wir gucken jetzt nochmal, was hier so los ist. Jupp. Geh jetzt nochmal in der Kirche und leveln. Und beten ein bisschen. Level, 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 level. Level, 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 level. Level, 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 level. Level, 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 level. Level, 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 level. Alles in der Welt, ey, wie okay. Gut. Und Rang anscheinend auch. Sehr gut, Gibari. Ja, Gibari hat ein größeres Deck jetzt. Freut er sich auch drüber. Und dann können wir uns restlichen Karten abgeben, die wir so dabei haben. Brino Squad. Tja, mal sehen, was wir dabei haben. Wir nehmen... Einmal ob Fuchsis oder ein Cancer ist da auch gleich. Ist das Cancer? Das ist Cancer, der Strich da oben. Okay. Und so ein Ding. Lyra. Alter, noch mehr. Libra. Oh shit! Was passiert? Was ist das? Sieht so aus, als ob die Sternkraft von selbst leuchtet. Vielleicht wurde sie durch Widerstand der Sterne die ursprüngliche Funktion der Sternkarte wieder aktiviert. Ist ja immer noch nicht vollständig. Erst wenn alle Sterne wiederhergestellt sind, wird die Sternkarte in ihrem wahren Glanz um zu sehen sein. Oh shit. Nimm dies als Zeichen für Dankbarkeit deine Mühe. Kristallhelm. Fahren wir fort. Wett? Wir haben noch mehr? Alter, was haben wir da alles mitgebracht? So ein Strich. Sagita. Ja, gut, da. Gut. Cancer wiederhergestellt. Ich bekomme Lichtwahl 4. Ich bekomme Finsterwahl 4. Glückliche Zukunft. Und Explosion 3. Wett. Und Aqua-Impuls. Oh. Sind einige gute Karten, die wir ausrüsten können. Ja, Gibari brauchen hier noch eine weitere Explosion. Gut. Also, großartige Zukunft heilt verdammt viel. Kann auch andere Dinge tun übrigens. Ist je nachdem immer anders, die Karte. Können wir statt den Sturmschild reinnehmen. Außerdem Aqua-Impuls, 113 Schaden. Nicht zu verachten, die Karte. Definitiv nicht zu verachten. Wirklich starke Karte. Außerdem haben wir da noch den Finsterfall wie Misuti. Statt die Einser-Karte. Und den Lichtwoll für Scheller. Die auch irgendwo rumturnt. Da, das sieht doch die gute. So, statt dem Wasser. 104 Schaden. Die Bobby hat nicht genug Karten, das ist mir auch egal. Der kämpft gerade eh nicht. Tja, und abschließend für diesen Part, bevor ich euch nach Hause belasse, gehen wir mal auch mal an Bord und lassen nochmal kurz was schnacken, damit wir am Ende nochmal ein bisschen Story haben. Das ist doch gut. Ich finde, damit kann man gut was anfangen. Wo ist das hier? Null. Ja, Schella, wieso rennst du so? Ich weiß doch auch nicht, warum sie das macht. Wie viele Leute schauen eigentlich gerade noch zu? Oh, viele. Schön. Tüchtig, tüchtig, dass ihr alle noch da seid. Das freut mich. Schön.
Willst du lieber den Callus, den Verräter, mit dir herumlaufen lassen? Ist es das, was du willst, Timo? Also, ich würde das wollen. Ja, ist echt so, ey. Dachte, Callus gerade. Voll das Arsch. Muss sie Mitte 2014 wieder zurücksetzen. Okay. Voll das Arsch! Hier, Corellia. We have returned, Your Highness. Ich hab doch die Spange für Savina. Und ich hab doch den Kristallhelm. Welcome back, Shella. It's good to see everyone is safe and sound. Sorry if we worried you, Your Highness. I echo the thought, Your Highness. You must be the great Mizuti. I am Corellia. Though we can't offer much in the way of hospitality, I welcome you to Anuanue. The great Mizuti bids everyone be at ease. Man, du bist so ein Pixar. Not for me, the great Mizuti. It's truly a pleasure to meet you. You've done well, Shella. It was the least I could do, Your Highness. How are things going? The core Hydra has yet to break its silence. Releasing the End Magnus isn't that easy of a task. The Imperial Army and the Forces of Darkness, both under Melodia's command, have been launching attacks on each island. Duke Calburn and King Latikan are on the front lines, leading. Somehow we've managed to hold our ground, but the soldiers are showing signs of exhaustion. That doesn't sound too good. We can't continue on like this. Fatigue is bound to take its toll on the men sooner or later. We must do something. Quickly. Yes, but what? I wish I knew. We have little choice but to sneak into the Empire again and try to recover the End Magnus. If you did, you would likely fall prey to Melodia and Callus. We need a miracle. Without some breakthrough, it would be fruitless to infiltrate the Empire. We need some kind of plan here, people. I ain't going down without a fight. The Icelands. Yeah. What was that you just said, Mizuti? Wasn't the Icelands. The great Mizuti has heard rumors. Rumors that the Queen of Wasn be a witch with tremendous magical powers. With our help, we might just make it. Wasn. A kingdom of witches. A land of perpetual blizzards hidden away in ice. An island cut off from the rest of the world. Could our last hope be waiting there? If I remember correctly, there hasn't been any contact between Wasn and the Five Islands for several hundred years. I hate to say this, but we can't risk losing time What's... and manpower. In an attempt to contact someone that may not even exist. I could go, Your Highness. But Shella, we don't have much time. Please allow me to try, Your Highness. We need a miracle, right? Wasn may be our best bet. Shella, are you sure about this? Yes, Your Highness. I'll find something or someone to aid the cause. If that's so, Shella, we'll be tagging along too. Indeed, we will.
through ice and flame if need be. Nein, auch so zu gucken. Through the fire and the flames we carry on, denkt sich Liut gerade. Yes, turning back is no longer an option. Nein, Game Boy. The great Mizuti will accompany you. You may sit back, relax, and enjoy the view. Thank you, everyone. What do you think of our plan? Na klar, auf geht's! Yes. Together we'll find something in Wazen. All right, then. We'll handle matters here. You go on ahead, Shella. I pray that you will find the help we're looking for in Wazen. Thank you, Your Highness. Ab nach Wazen! Wazen! Was? 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 Fassen! Oh shit! Hier sind wir nun, in Wazen. Anscheinend friert die Dame. Witzig so zu sehen. Oh, ich muss dahin. Leo. So, ich würde sagen, hier machen wir dieses Mal weiter. Übrigens, hier der Geniestunde sorgt dafür, dass er weggeboostet wird. Hier machen wir nächstes Mal weiter, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.